Besseres Wetter könnten wir uns gar nicht wünschen. Beste Bedingungen also hier in der Johann Cruyff Arena und damit herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie live dabei und es kann eigentlich keinen Zweifel geben. Dieses Spiel hier, das wird richtig interessant. Ajax Amsterdam gegen Midtjylland. Das wird fantastisch, da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Gerade wenn es um den Spielaufbau geht, wird er hier heute gefordert sein. Da kann er seine Stärken ausspielen. Und da ist sie, die Startaufstellung von Ajax Amsterdam. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Auf der anderen Seite sehen wir die gleiche Formation. Ebenfalls ein 4-3-3 und dann gucken wir mal, welche Mannschaft das heute besser hinbekommt. Anstoß Ajax, es kann losgehen. Klassen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Scholz. Zverchenko. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Stark gemacht, das könnte was werden. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. So ist das Tor entstanden. Erst kommt der Doppelpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Klassen. Sebastian Haller. Tagliafico. Sie suchen die Lücke. David Klaassen. Sebastian Haller. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Haller. Und jetzt wird es Einwurf geben. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ja, könnte was werden. Sebastian Haller. Tadic. Direkt das nächste Tor. Freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans von offensiven Fußball sieht nach vielen Treffern aus. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner
reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Und Ballverlust. Gut den Ball angenommen. Schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Klassen. Und jetzt haben sie den Ball. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Oh, da ist er durch. Die Chance. Gut abgeblockt. Jetzt ist es gefährlich. Die Chance jetzt. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Sebastian Haller. Sie verlieren den Ball. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ein guter Doppelpass. Gefährlich! Da passt er auf und hat den Ball. Fängt diesen Ball ab. Das könnte die Chance werden. Scholz. Läuft der Ball sehr gut. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Da kann er sich den Ball holen. Schöner Pass da. Gut in den Lauf gespielt. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Was macht er draus? Klasse Aktion, Ball ist weg. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Sieht gefährlich aus. Ah, sie verlieren den Ball.
Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Heute läuft das Spiel an Klaassen vorbei. Tja, das ist zu wenig, was er hier heute zeigt. Das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Da verlieren sie den Ball. Tolles Zuspiel. Gefährliche Szene. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Er kommt immer wieder an den Ball, läuft sich immer wieder wunderbar frei. Die Pässe stimmen, einfach klasse. Scholz. Ja, geht gut dazwischen. Das ist ein vielversprechender Pass. Alea. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. David Klaassen. Ah, da passt er nicht auf. Nicht gut verteidigt. Jetzt vielleicht. Dusan Tadic. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. David Klaassen. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Macht er gut. Kommt jetzt die Flanke. Sebastian Haller. Ball wieder zurück. Klaassen. Das ist Haller. David Klaassen. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Ballverlust. Und der Ball ist erstmal weg. Keine gute Ballannahme. Druck war zu groß. Und den spielt er gleich wieder zurück.
Da kann er sich den Ball holen. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. So, schauen wir mal. Können Sie bei dieser Ecke noch einen nachlegen? Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Ecke kommt in den 16er. Sie klären, Ball im Aus, gibt Ecke. Der Trainer dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Jetzt kommt die Ecke. Dusan Tadic spielt den Ball. Alea. Er kann es machen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Sebastian Alea. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Da geht er dazwischen. Ajax Amsterdam bekommt den Einwurf. Jetzt kommt der Wechsel. Gute Chance für eine Flanke. David Neres. David Neres. Sebastian Alea. Wichtig! Er holt den Ball. Drei Minuten sind es noch. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Dusan Tadic. Sehen wir heute nicht zum ersten Mal bei Ihnen. Immer wieder klasse Pässe. Ja, der Ball läuft exzellent. Das ist eine Ihrer großen Stärken. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch zwei Minuten obendrauf. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Klasse Vorstoß. Da müssen Sie aufpassen. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Sie holen sich den knappen Sieg. Das ist eine Mannschaft, die weiß, wie man sich durchsetzt. Haben dafür genau die richtigen Akteure. Das war gut, was er heute angeboten hat. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.